Oft vergessen wir, was in Deutschland alles möglich ist. Und das ist immer ganz gut, wenn dann ein Tscheche vorbeikommt und uns das mal kurz erklärt. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber ein tschechischer Milliardär hat wohl gemeint mit seinem Bugatti Chiron oder Chiron hört sich an wie Chirurg, das passt eigentlich, weil was der danach umgeht. Also auf jeden Fall ist ein tschechischer Milliardär mit seinem Bugatti mit wirklich 417 km/h über die A2 Richtung Berlin gedonnert. Und das sah so aus. Ja, hier sieht man es wunderbar, wie er mit knapp 400, wer kennt es nicht aus der Spielstraße, über die A2. Und hier rechts sind diese Baken, die stehen alle 50 Meter. So, du, 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 du. Und das Schöne ist, innerhalb von einer Sekunde legt er 114 Meter zurück. 114 Meter. Das heißt, wenn du in 50 Metern anhalten willst, geht nicht. Und das ist er. Der tschechische Milliardär. Und wer sitzt nicht in seinem Ford Fiesta in einem rennfesten Overall und freut sich, kurz vor Berlin angekommen zu sein? Ich habe mich gefragt, wie klein muss mein Penis sein, damit ich mit einem Bugatti mit 417 km/h über die Straße donnern will? Ich habe mich da mal eingelesen. Ist total geil. Was total cool ist, der hat einen Bremsweg von einem Kilometer. Ja, von einem Kilometer. Das Witzige ist aber, sollten Sie, weiß ich, Ihr Lieblingskiosk, wenn der 100 Meter von Ihnen entfernt sein sollte, ja, und Sie sitzen auf dem Sofa und denken, oh, jetzt habe ich Bock auf ein Cornetto Plus, dann bräuchten Sie unter einer Sekunde, um zu diesem Kiosk zu kommen. Das Schlimme ist, der Bremsweg ist so lang, dass Sie erst 900 Meter hinterm Kiosk anhalten. Ne? Und dann ist es ja auch wieder ärgerlich. Wir von TV Total sind ja auch durchaus politisch interessiert und da draußen wird immer über Tempolimits gestritten, 120, 130. Wir wollen knallhart sein und deshalb fordern wir jetzt nach dieser Aktion Folgendes. TV Total fordert Tempolimit 350. Ja, Schluss mit der Raserei. Tempolimit 350. Ja. Da musst du, ja. Ja, ich kann verstehen, dass der ADAC bei 120 sagt, nö, nö, aber bei 350? Das Witzige ist übrigens, nach 12 Minuten ist der Tank leer. Also braucht er dann ungefähr das, was er einspart an Zeit, an der Tankstelle dann wieder auf. Wo wir gerade über das Tanken sprechen, wir sind natürlich auch immer interessiert, wie ist die Stimmungslage draußen auf der Straße? Und deshalb sind wir raus auf die Straße gegangen und haben mal gefragt, wie ist denn das Stimmungsbarometer in Sachen Spritpreise? Die TV-Total-Straßenumfrage. Thema heute: Benzinpreise. Hallo, kennen Sie sich mit Benzinpreisen aus? Benzinpreisen? Nein. Die sind nämlich ganz schön angestiegen. Warum? Tja, müssen wir jetzt mal rausfinden, ne? Ah, ich weiß, ich hab da schon mitgekriegt, Nachrichten. Sehr gut. TAF oder von wo seid ihr? Nee, TV-Total. Wann kommt das? Mittwoch, 20.15 Uhr. Ey, eine echte Kennerin. Mit, wie heißt er, Puff-Puff? Puff-Puff, irgendwie so rum. Ja, fast. Und haben Sie die steigenden Benzinpreise bemerkt? Bitte? Die steigenden Benzinpreise, ob Sie die bemerkt haben? Nee. Ja, ungefähr 1 bis 2, 3 Euro. 1 bis 3 Euro? Ein Liter. Hm. 1,55 Euro, sowas. Ja. Die sind ja gestiegen. Alle Kraftstoffe, ne? Genau. Das war vor ein paar Wochen ja noch erheblich günstiger, oder? Ja, ich weiß. Manchmal sogar 1 Euro hat es gekostet, ich weiß noch. Tja, das ist vorbei. Sind viel zu viele Autos da. Bei uns in der Straße stehen Autos wochenlang und nehmen den anderen die autofahrenden Parkplätze weg. Ehrlich? Wo gibt es denn sowas? Am liebsten würden sie mit dem Auto noch zur Toilette fahren, ehrlich. Das ist schon nicht mehr normal. Wie findest du das? Also, mich stört es nicht. Ach, ehrlich? Wieso nicht? Ich fahre ihn smart, der ist sparsam. Ah, okay. Aber wieso sind die Benzinpreise so gestiegen? Ja, die, ich glaube, die Parteien, ne? Ja, was ist mit denen? Sind das schuld. Alles klar. Was hättest du noch für eine Begründung? Vielleicht an Corona? An der Corona-Krise, Coronavirus. Hm. Die haben das extra gemacht, damit man, glaube ich, nicht mehr so viel rausgeht, ne? Damit man nicht mehr rausfährt und so. Meinst du? Kann das sein? Die Regierung? Ja, genau. Also ein Trick? Noch eine Idee? Weil zu viele Autos schon jetzt sind und zu viele Abgase. Ja? Deswegen. Okay. Denen ihre Autos stehen da wochenlang, die bewegen die nicht, die stehen da. Skandal. Gibt's eine gute umweltfreundliche Alternative? Oder da gibt da diese neue Bahn, diese Elektro. Genau, Elektroautos. Ja, genau, ja. Elektrische Autos, ja, kenne ich.
Die hören sich an wie eine Raumschachtel. Eine Raumschachtel? Wie eine SD-Schachtel, als wenn man durchs All fliegt. Hm, okay. Die sind meistens klein, habe ich, ne? Die meisten schon. Ja. Absolut winzig. Ich habe nie ein Auto besessen, will ich auch nicht. Auch wenn ich jetzt jung wäre, ich will das nicht. Was soll ich damit? Boah, E-Autos. Wäre nichts für dich? Die sind ja auch schnell. Ja, warum nicht? Schnell, schnell, schnell. Ich komme doch mit der Bahn überall schnell hin. Stimmt. Vielleicht braucht man ja gar kein Auto. Ne? Sehen Sie auch, ne? Ja, aber was sind genau die Vorteile von einem E-Auto? Überall hinzubringen, also überall zu parken zu können. Stimmt, die haben ja sogar eigene Parkplätze. Genau, und leiser sind die auch noch, genau, oder? Genau, leiser. Was noch? Und hier keine Abgase. Klingt ja eigentlich alles super. Finden Sie denn Elektroautos auch ganz gut oder eher nicht so? Ihr sind alle noch jung, ihr seid das schnelle Leben gewöhnt. Ja. Aber ich will das nicht. Ich verstehe auch die meisten jungen Leute nicht. Die verschlucken ja die Worte. Bitte? Wir sind erzogen worden, langsam reden, ja, und deutlich reden. Mhm. Das hören sie heute nicht mehr von Eltern. Wenn die Kinder, die verstehe ich nicht. Untereinander verstehen die sich. Okay, zurück zum Thema. Umsteigen zu Elektroautos. Okay. Finde ich. Was noch? Für die Umwelt. Ja, warum? Damit wir nicht bald die Welt untergeht, ne? Wie meinst du das? Na, damit das ja nicht untergeht. Das ist doch voll viel Schadstoff und so. Wie geht's dir? Gut. Na dann vielen Dank an alle. Dankeschön. Ja, gut, alles Gute. Yeah.